War falsch? War nicht richtig? Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Hotline von Die Gefährten. Bitte sprechen Sie nach dem Piepton mit Schnitzel, Kixel, Odin oder Run. Piep. Du bist gefeuert. Okay. Aus hier. What the fuck? War falsch? War nicht richtig? Aus irgendeinem Grund möchte ich gerade nicht nach Hause gehen. Was hast du? Alles gut, alles gut. Ey, klaut ja meinen Kill! Ich hab doch alles unter Level. Kontrolle! Alles unter Leute. Kontrolle. Entschuldigung, aber weißt du, wie schlimm das ist, wenn du F drückst, ja? Und denkst aber daran, dass du Night Vision hast. Klopfst dabei eine Tür auf und dann mit diesem blau, gelben, grün, was weiß ich was für ein Schimmer, kommt dir so ein dicker Zombie auf einmal direkt entgegengerannt. Ja. Das ist kacke. Das ist schön, ja. Finde ich auch. Da war doch noch einer eigentlich, habe ich gedacht. Ach, da hinten liegen welche. Einer. Und zwei. Ich nehme mal lieber nur das Night Vision. Blick die nieder da. Krieg den so nicht. Scheiße. Wieso kriege ich den nicht? Das ist überhaupt nicht eintönig hier. Das ist total lustig, spaßig. Yay. Kriege die blöde Tussi. Gott, da mach mal den Krach. Interessiert die gar nicht. Juckt die gar nicht. Ja, dann kloppen halt die Kisten auf. Auch das interessiert sie nicht. Ah, da ist noch eine Workbench, sehe ich gerade. Die im Übrigen auch in Ordnung ist. Ach gut. Haben wir irgendwo kurze Hosen oder sowas? Hab ich auch gerade drüber nachgedacht, aber... Oh ja, wenn man natürlich hier mit Lederrüstung da reingeht, die wärmt, ist das schon mal kacke. Perfekt. Ich kann meinen Top ausziehen, 3 Grad weniger. Ja, alleine die Lederrüstung 1 Grad weniger und dann noch eine Hose sind schon mindestens schon einmal 2 Grad weniger. Ansonsten habe ich nur Eisenrüstung an, die wärmt aber nicht. Jo, stimmt. So, also bin ich bei 42 Grad jetzt halt aktuell. Mal gucken, vielleicht kriege ich... Das ist scheiße, da kommt schon wieder ein Schatten raus. So, komm her, mein Freund. Ja, hast du mich schon verloren, hä? Ey! Wenn mir jetzt noch irgendeiner von euch einen Kill klaut, ja? Dann hetze ich euch Schreitussis auf die... Echt, ey. Holt euch eure Levels selbst woanders. Aber nicht bei mir. Ja, dich können wir ja nicht umbringen. Aber das sind meine Zombies. Da stand gar nicht dein Name drauf. Da braucht auch kein Name drauf. Es reicht, wenn Schlitzel die Zombies einmal anspuckt, dann sind es seine Zombies. Genau, ich leck die nämlich vorher an. Ich will gar nicht wissen, an welcher Stelle. Das geht dir gar nichts an, du petzt. Ich will's auch nicht wissen. Es geht ja auch nichts an. Er leckt Zombies an. Bah, wahrscheinlich noch irgendwo reinigen und so, ne? Was? Statt erregen oder wie war das? Okay. Den verstehe ich jetzt nicht. Ja, ja, ihr kennt's alle nicht. Ja, ja. Ne, ist auch nicht jugendfrei, kann das ich jetzt nicht sagen. Ist mir jetzt auch ein bisschen... Ja.
Aha. Keks, wir sind mit dem Minibike gefahren, nicht mit dem Gaul geritten. Nee, mich stört gerade eher die 50 Grad Anzeige unten links bei mir. Okay. Ja. Ich gehe jetzt Gras pflücken. Gas. Und mach mir einen Hut. Weil ich bin nämlich auch nichts mehr sonderlich schnell. Ich bin ja, ich auch nicht und ich hab direkt so eine scheiß fette Tusse vor mir. Tja, selbst schuld. Das liegt, nimm das mit nach Hause, Kixel. Das liegt daran, weil du mir meinen Kill geklaut hast. Der nächste ist Max. War nicht wahr. Er hätte aber erst Max sterben müssen, dann ich. Ja, das ist... Ich hab mir einen Hut gecraftet. Pech. Wie viel Gras brauche ich? Das müsste auf jeden Fall reichen dafür. Jep, das reicht. Oh. Eine Jucke habe ich aus Versehen auch noch gepflückt. Ah, das ist doch gut. So. Grad. Ich bin in die Kirche. Ach, die Kirche war schon jemand drin. Okay. Ein Hoch, dass ich trotzdem noch bei 100 bin. So, jetzt kann ich schneller laufen. So, wo haben wir denn die Kleidung? Echo, ja. Echo ist vorbei, Keks. Das war, ne, Vergangenheit. Hey, ich such die Kleidung. Sollte kein Echo sein. Pfeifen funktioniert noch. What the fuck, da ist eine Wanderhorde. Die läuft gerade quer durch die Stadt. Wer ist blau? Run, die kommen in deine Richtung. Juhu, von wo? Von dir? Von der Kirche aus. Zwei hängen an der Kirche. Und ich habe Glück gehabt, dass ich zwei Schritte weiter vorne war, deswegen haben die mich nicht gesehen. Die sehen mich doch sowieso nicht. Ja, in der Dunkelheit. Die sind total blind. Wäre ich aber weitergelaufen oder schneller dort gewesen, wo ich hin wollte, dann wäre ich denen genau in die Arme gelaufen. Oh, ich sehe da hinten ein Maisfeld. Kann das sein? Ja, da. Soll ich uns wegen Mais noch pflücken? Ne, da ist noch mehr. Warte mal, was haben wir denn da noch? Ich brauche kein Mais. Blueberries. Komm, nehmen wir mit, das Zeug. Wenn es schon da rumsteht. Kartoffeln wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch finden, ha? Ich habe einen Samen gefunden. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Ja, Kartoffelseed habe ich auch gefunden. Nein, ich meine komplette Kartoffelfrüchte quasi. Komplette Kartoffelfrüchte? Naja. Was ist das denn? Ja, nennt man das nicht? Ist das nicht trotzdem eine Frucht? Ja. Ja, also. Doch, es ist ein Erdapfel. Erdapfel ist eine Frucht, ja, das ist korrekt. Mhm. Dann nennt man das Ding Erdöpfel, nicht Erdapfel. Was ist das für Hochdeutsch? Das gleiche. Das sind Stäbchen, die ich gemacht habe aus Äpfeln, die aus der Erde wachsen. Mir fehlt nur noch ein Name dafür. Ja, ich kenne es. Bei mir ploppen gerade Fragezeichen auf. Nein. Um Gottes Willen. Kann nicht sein, oder? Du sagst witzig, du kennst Asterix und Obelix nicht. Durchaus schon, ja, aber mir ist die Szene gerade nicht bekannt. Wo Obelix im Restaurant sitzt und alles essen muss, was ihm aufgetischt wird. Eine der besten Szenen im Film. Sieg über Cäsar war das doch, ne? Ja, glaub schon. Oder erobert Rom, eins von beiden. Wo er 11 Prüfungen bestehen muss, oder 12. Und der Koch nach ein paar Minuten rauskommt heulend. Er hat alles aufgegessen, ich muss schließen meine Ja, genau. Ja. Und er kommt raus. Habt ihr den Koch gesehen? Der hat mich einfach nach der Vorspeise sitzen lassen. Na, das ging auf die Fresse, hä? Huh? Okay, ich glaube, er will mich. Ne, er weiß gar nicht, wo ich bin. Haha, Idiot. Halleluja! Oh. Hallo! Jetzt habe ich so eine scheiß Fliege hier, die mir vor der Schnauze rumfliegt. Die Julia. Die Julia, ja. Na, gucken wir gleich nach.
Immer diese Skater heutzutage, ey, schlimm mit denen. Na, also echt. So, jetzt gucken wir mal endlich hier ins Haus rein. Wobei, ich könnte mal das Auto noch auseinandernehmen. Oh, da war ja noch ein Kriecher, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist geil, du hast die Lampe an. Pium, Zombie, sieht dich sofort. Du machst die Lampe aus. Oh, wo ist er denn hin? Ja, deswegen habe ich Nachtsicht gerettet. Wobei ich momentan eh keinen Mining-Helm auf habe, wegen Hut und so, ne? Ja. Und schon wieder so ein Scheiß-Skater. Er wollte bestimmt seinen Freund rächen. So, das raus, war nichts Gescheites dabei. Das hätte ich mir auch sparen können, fast das Auto. Aber auch nur fast. Boah! Run zementiert gerade wieder auf seine. Aua! Oh Gott, wo ist er denn? Ich sehe den nicht! Hinter euch drei. Ach, Max hat es. Boah! Ich bin Biohazard. Dicke liegt. Den Rest kriegst du selber hin. Also, wenn jemand einen Honig findet, ich. Habe Bedarf. Hätte Verwendung dafür. Sind die Reste der Wanderhorde hier? Ja. Aua. Und wir erschrecken mal Schnitzel. Das funktioniert nur, wenn du nichts sagst. Wenn du mir sagst, dass du mich erschrecken willst, dann wird's nicht erschreckend. So, wo war ich denn dran mit Looten eigentlich? Ich glaube, wir haben gerade Inversion der Skater. Sind nur noch Skater-Zombies. Du meinst, die wollen die Weltherrschaft an sich reißen? Mhm. Das ist jetzt blöd. Bogen sie bestimmt gerade in ihrem Lager. Was machen wir heute Abend? Dasselbe, was wir jeden Abend tun. Wir probieren die Welt zu reißen. Ja, genau. Okay, was war da jetzt gewesen noch? Das war irgendwie ein... Keine Ahnung was. Einer, der die Tür einschlägt und ein Hesmet, glaube ich. Wo ist er denn? Oh Gott! Da läuft er genau durch mich durch. Ist der denn bescheuert? In dem Bars war der noch nicht drin jetzt, ne? In der einen war ich drin. In der hier nicht? Ich war in einer, habe ich gesagt, war ich drin. Oh. Haha! Hab dich! Ja, mach mal schön die Tür auf da. So. Also nach wie vor Biohazard, Honig oder Antibiotics. Nehme ich. Oh, meine Kiste. Vielleicht hat schon jemand was gefunden. Dann kannst du gleich zu mir kommen. Ich habe ein Antibiotikum. Ach, Keks, ich habe deinen Bogen noch. Hm? Den Bogen. Schön. Ein Wasser wäre schön gewesen jetzt hier. Wasser? Mhm.
Am Wanderbase. Ja, ich weiß, dass wir oben was haben. Ah, ich habe auch einen. So. Ach, Keks, du kannst gleich mal bitte irgendwann mal, wenn du wieder da bist, mit mir zur Werkbank gehen, ja? Klamotten in der Einkiste bitte nicht zerscrappen. Den was? Klamotten in der ganz rechten Kiste beim bitte nicht zerscrappen. Okay. Kann ich dir auch meinen reinlegen? Jo. Mach ich dann auch. Dann machen wir mal Folgendes. Oh, guten Morgen. Morgen, ausgeschlafen? Ja, quasi, ne? Ja, auch gut. Ich mache das jetzt mal so. Einmal einen Waypoint hier hin. Dann marschieren wir mal schnell rüber. Einmal ausleeren. Hallo! Na du? Gerne doch. So. Wo war unsere Tanke doch gleich? Wo ist denn die Scheiß-Workbench? In der Nähe von mir. Die Workbench ist in dem Working Stuff Tools direkt schräg gegenüber von unserer Tanke. Wobei Leather and Hardware steht drauf. Nee, nicht gegenüber, sondern rechts neben unserer Tanke. Wer kommt denn da? Ich wahrscheinlich. Hier. Ja, Keks, hier. Du kannst auch Werkzeuge machen, oder? Ja. Grüezi. Servus. Ja, ne? Dann. Ich würde dir mal eben was hier in die Dings reinlegen. Kannst du das mal kombinieren, bitte? Ach, ihr habt das sortiert. Ich hab grad ein bisschen, ja. Aha. Ja, da muss ich jetzt. Wir können ja jetzt Stahl lernen. Ja, das ist ja schön. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich was hinschmeiß. Also ganz links ist so Waffengeschiss und Schematics und das Zeug für Hölle. Gut, da liegt jetzt auch ein Kixel sein Bogen drin. Gut. Ganz rechts ist momentan Kleidung und der ganz andere Mist und in der Mitte. Ja. Brauchst du noch einen Bogen? Jetzt hat der Schütze schon einen gecraftet. Ich hole den. Den habe ich schon die ganze, schon eine halbe Ewigkeit, habe ich den quasi. Ja. Es schaut schlecht aus mit einem Antibiotikum. Ich habe eins, wie du gerade gesagt, mein Freund. Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Kannst gleich eins haben von mir. Ja, verzeihen. Das noch da rein. Aber mach das nicht so wie ich, ne? Nimmst, frisst einen Honig und trittst auf Minen oder sowas. Ja, ich heiße ja nicht Run, ne? Also will ich, ja eben, will ich nicht gesehen haben gleich. Ne? Ja, okay. Wenn das gleich knallt, dann knallt aber doppelt nochmal. Wenn's knallt, dann richtig. Eben. Wo ist denn das ganze Holz? Ja. Ich habe über 2000 Holz da reingelegt. Moment. Das mag es einstecken wahrscheinlich. Mann. Ganz rechte Kiste. Max. So, jetzt bin ich bei 32 Grad. Auch schick. Machen wir jetzt erstmal so. Ich bin wieder bei 36, das gibt's gar nicht. Ja, wobei, na, das muss. Mach einfach mal das. Passiert sowas öfters? Habt ihr eure Phase? Ja, hast du gehört? Wir unterhalten uns nur mit Kicks, das ist alles. Ist immer gut, wenn man Fremdsprache kann. Fremdsprache kann, ja. Hm? Letztens kam wieder Teen Wolf im Fernsehen. Habt ihr bestimmt gesehen, ne? Wer kam? Teen Wolf mit Teen Michael Wolf. J. Das, Fox. Das habe ich irgendwann mal früher irgendwann mal was geschaut. Ja, weil es war ja so naheliegend jetzt, ne? Ja. Das ist jetzt. Oh, richtig in your face. Beach. So, ich werde mal den ganzen Spaß hier abbauen jetzt dann. Hier ja, mach das. Cooler und so weiter, ne? Und dann kümmere ich mich mal ums obere Stockwerk.
Ich mache gerade so einen tollen Safe auf. Ach, Safe. Gut, dass du sagst. Den habe ich aufgemacht, den muss ich noch leer machen. Ich hatte keinen Platz mehr. Mhm. So, und meine Wrench ist ziemlich im Eimer. Kannst du meine Minibag ist noch eine. Oder so. Ah, noch eine Pistole. Das ist Köter. Weiß ich schon mal. Der Köter wird sich denken, scheiß Kicksel. Ja, der denkt sich gar nichts mehr, weil der ist nämlich tot. Ja, eben drum. Schütze, bist du gerade auf unserer Basis? Negativ. Ich würde überlegen, wo unsere Basis war. Ja, die Richtung stimmt, Kicks. Einfach jetzt nach links und dann gerade runter. Huia! Hallöchen! Hallo, Kicksel. Das war eine Stunde, wie langweilig. Da ist nichts drin, ne? Ja, es sieht so mysteriös gebaut aus. Da gehen wir mal hin, das ist bestimmt die Basis. So mysteriös gebaut. Das ist nur ein Geierschutz. So, das wollten wir nicht mitnehmen, das wollten wir nicht mitnehmen, das wollten wir nicht mitnehmen. Ach, das wolltest du nicht mitnehmen. Das wollten wir auch nicht mitnehmen. Das scrappen, das scrappen, das scrappen. Iron Helmet. Die kann ich noch nicht. Jetzt kann ich sie. Gesundheit. Oh, danke. Rotzhammel. Hä? Rotz. In der Waffenkiste. Ganz links. Da habe ich einen Bogen reingelegt. Ganz zwar links. 250er Bogen. Aha. Da, okay. Ich hoffe, das ist ein Bug. Was ist ein Bug? Ich habe gerade einen Reifen zerschlagen und ein Schimmelbrot bekommen. Nicht dein Ernst. Cool. Muss man können. Nicht dein Ernst. Doch. Ja, nein, tu es nicht, spring nicht, nein. Okay, sie tut's nicht, verdammt. Hm. Aua. Ja, Schimmelbrot, hab ich auch. Dat und den Herrn auch. Haben wir da noch irgendwas? Was denn mehr ist hier nicht? Das ist alles? Das bisschen? Hier auf dem Dach? Oh, mir wird bist warm. Du gerade auf dem Dach oder was? Oder wo? Ja. Zerschlägst du gerade irgendwelche? Nee, zerschlägst du nicht. Nee, tu ich nicht. Du bist ganz woanders wie ich. Unfassbar. Ja. Oh, das hat sich unfein angehört. Was? Okay, erst wenn der Kopf zerplatzt und dann auch noch mit Leck, das hört sich unfein an. Aber ich würde einfach mal kurz behaupten, einfach mal so frech, wie ich jetzt bin, tschüssi und so, ne? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, weil die Folge heute schon wieder zu Ende. Gar nicht wahr. Nee, das ist so. Das kann der Decker jetzt einfach bestimmt. Und wieder zu Ende. Doch, habe ich gerade beschlossen. Ist ja so. Ja, es müsst jetzt auch so hinnehmen. Das ist einfach so. Ja. Und, okay. Ne? Dann schaue ich halt nochmal da hoch kurz. Wir schauen nochmal über die Stadt und dann sage ich einfach tschüss. Ja. Bis zur nächsten Folge dann. Servus. Ja.